Teil 36. Brixton, Dienstag, 20.22 Uhr. Raymond kannte Brixton. Sein allererstes Konzert in der Brixton Academy. Im Winter, ein eisiger Januar. Green Day, die American Idiot Tour. Phänomenal, absolut scharf, unvergesslich. Die Konzerthalle hatte gebebt. Alle sangen bei American Idiot mit. Die Stimmung war gigantisch und Billy Joe und die Band at its best. Das war und blieb wahrscheinlich das geilste Konzert seines Lebens. Raymond kannte nicht nur die Konzerthalle, er stromerte auch öfters über den Brixton Market. Rose fand das nicht so gut, der Stadtteil hatte keinen besonders guten Ruf. Als er vor Monaten mit Charles auf dem exotischen Markt Gewürze und seltsames Gemüse einkaufte, Kochbananen, einfach eklig, hatte sein Pa einen seiner poetischen Anfälle gehabt. Raymond hatte den Spruch nicht vergessen. In Brixton sind manche Ecken schon bei Tag so ungemütlich und manche Gestalten so unheilschwanger, dass mich der blanke Horror überkommt, wenn ich mir diese Gegend bei Nacht vorstelle. Das traf den Kern. Vor 3 Wochen war Raymond mit Ginger zuletzt in Brixton im Ritzy gewesen. Super altes Kino. Der Film war klasse, nur besorgte sich Ginger nach der Vorstellung ein paar Pillen. Das war in Brixton kein Problem. Ginger behauptete, das Zeug wäre für seinen großen Bruder. Raymond war sich da nicht so sicher. Der Blonde stieg aus und Raymond folgte ihm mit großem Abstand. Wie vor 3 Wochen dröhnte klassische Musik aus den Lautsprechern. Diesen Hörgenuss gab es nur in Stationen, die besonders berüchtigt waren. Die Presse berichtete, dass Vandalismus und Übergriffe auf Bedienstete seither zurückgegangen wären. Raymond glaubte nicht, dass klassische Musik die Gemüter beruhigte. Kids konnten so eine Musik einfach nicht ertragen und hingen lieber woanders rum. Am Ausgang der Station lungerten die üblichen Brixtoner Persönlichkeiten. Besoffene, Dealer, Obdachlose und Drogenabhängige. Der Sound hier war allerdings auch nicht viel besser. Der missionierende Chor der koreanischen Kirche Full Gospel Church, begleitet von einem asiatischen Dudelsackspieler, sorgte für die musikalische Untermalung. Raymond schlängelte sich durch die herumstehende Menge. »Hast du ein paar Pence oder ein Ticket übrig?« schnorrte ihn ein Torkelnder an und packte ihn am Shirt. Raymond riss sich energisch los und hastete weiter. Durch die Electric Avenue kam er ohne Zwischenfälle. Jetzt bog der Blonde in die Cold Harbor Lane. Hier hatten die meisten Läden schon geschlossen und schwere Eisengitter zum Schutz vor Einbrüchen heruntergelassen. Raymond fühlte sich unbehaglich. Cold Harbor Lane. Wäre er ein Poet, würde ihm jetzt sicher ein toller Songtext einfallen. Irgendetwas Tiefsinniges. Er fing an zu summen, und Worte formten sich wie von selbst. Close your eyes, don't look at Cold Harbor Lane. You better empty stream. You better
Don't inhale at this risky tune. Bad habits love, I must end it. Der Blonde blieb vor dem Cat Star Pub stehen, riss die Tür auf, schaute sich um und ging hinein. Raymond blieb lieber draußen und spähte durch ein Fenster in die Kneipe. Über einem Billardtisch hing das gigantische Bild einer Katze. Das rosa Hemd war am Tresen und sprach mit zwei äußerst unangenehm aussehenden Kerlen. Der ältere von den beiden war hager, kahl rasiert und wirkte eiskalt. Der jüngere war extrem rundlich und hatte langes, strähniges Haar. Schweiß stand auf seiner Stirn, was kein Wunder war. Trotz des lauen Sommerabends trug er eine speckige Lederjacke. Raymond überlegte, einfach aufzugeben und abzuhauen. Madisons Bild schlich sich in seine Gedanken und hielt ihn davon ab. Er wollte nicht wie ein Feigling dastehen. Das war Teil 36 von Scromax London, die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf scromax.de.